Einstrecken an der Maschine. Stelle den Sitz so ein, dass sich deine Knie auf gleicher Höhe mit dem Drehgelenk der Maschine befinden. Dabei sollte dein Gesäß und der komplette Rücken am Polster anliegen. Als nächstes stellst du den Hebel für die Startposition ein. Diesen stellst du so ein, dass du eine gewisse Grundspannung auf den Oberschenkeln spürst. Wähle eine Startposition aus, die für dich angenehm ist. Die Fußrolle sollte so eingestellt werden, dass sie sich oberhalb deiner Sprunggelenke befindet, also ungefähr auf Höhe des unteren Schienbeins. Die Füße positionierst du etwa hüftbreit auseinander und ziehst dabei die Fußspitzen an. Beim Ausatmen drückst du gegen die Fußrolle, bis deine Beine fast vollständig gestreckt sind. Achte darauf, dass du die Knie nicht überstreckst. Atme ein und senke deine Unterschenkel langsam nach unten ab. Gehe dabei so weit runter, bis das Gewicht fast aufliegt.